Nürnberg Congress Center fand der internationale Kongress Medizin Innovativ MedTech Summit 2016, veranstaltet vom Forum MedTech Pharma, statt. Innovative Lösungen und Good-Practice-Beispiele der Medizintechnik sowie Gesundheitsbranche wurden vorgestellt und diskutiert. 120 Aussteller trafen auf rund 1000 interessierte Fachbesucher. Die interaktive Struktur des Kongresses eröffnete vielfältige Möglichkeiten der Vernetzung, nicht nur im Bereich von Forschungs- und Entwicklungskooperationen, sondern auch im Hinblick auf erfolgsentscheidende Marktstrategien wie Crowdsourcing, Projektfinanzierung, Geschäftsmodelle und Joint Ventures. GBN Systems beteiligte sich erneut als aktives Mitgliedsunternehmen an der Veranstaltung. Was motiviert spezielle Dienstleister in Nürnberg dabei zu sein? Weil wir eine neue innovative Technologie für den Medizintechnikmarkt haben und wir glauben, dass wir hier unsere Kundengruppe treffen, um unser Produkt voranzubringen. Wir sind Entwicklungsdienstleister aus Nürnberg und sind jetzt zum 5. Mal auf der Veranstaltung MedTech Pharma. Fühlen uns da ganz gut repräsentiert. Wir sind auch eine Firma, die im Bereich Medizintechnik seit Jahren tätig ist. Es ist für uns eine gute Möglichkeit, uns zu informieren, Netzwerke zu knüpfen und auch direkte Informationen von den Anwendern zu erhalten, die uns helfen, unsere Produkte und Dienstleistungen in Zukunft besser zu gestalten. Wir haben ein optisches Tracking-System für die Diagnostik oder die navigierte Chirurgie. Traditionsgemäß luden die Veranstalter zum Staatsempfang auf der Kaiserburg Nürnberg, die wie immer einen exzellenten Rahmen für ergänzende Vernetzungsgespräche bot. Was führt den langjährigen ehemaligen Geschäftsführer von Bayern Innovativ, Professor Nassauer, auf den MedTech Summit? Das sind einige Gründe. Ich war ja bei der Geschäftsbesorgung mit dabei, die begonnen hat 1998, Bayern Innovativ für das Forum. Und dann sind es natürlich hier interessante Entwicklungen, die im Bereich der Medizintechnik laufen, die uns alle betreffen. Und ein dritter Punkt ist, ich komme immer wieder gerne nach Nürnberg. Am zweiten Kongresstag wurde der Themenkomplex Startup und KMU, eine Win-Win-Situation, beleuchtet. Was erwartet Medical Valley-Moderator Dr. Schmidt von den begleitenden Sessions? Also ich erwarte mir von den Vorträgen sehr, sehr viele spannende Erfolgsstories. Erfolgsstories, die uns zeigen, dass es tatsächlich eine Win-Win-Situation sein kann, KMU und Startup-Unternehmen zusammenzuführen, so wie wir das bei Medical Valley auch seit vielen Jahren tun. Einfach vor dem Hintergrund, dass das KMU dadurch neuen Input bekommt, innovative Ideen umsetzen kann und das junge Startup dadurch natürlich einen wesentlich einfacheren Einstieg in den Markt hat. Und ich bin ganz gespannt, es gibt ja verschiedenste Konstellationen, Finanzierungsbeteiligungen, Fertigungsbeteiligungen, F&E-Beteiligungen, wie man da zusammenarbeiten kann. Und ich denke, wir werden morgen einen guten Überblick dazu bekommen und sehen, was geht und was aber auch nicht geht. GBN Systems und SurgiGuy referierten gemeinsam über ihre strategische Allianz für die Entwicklung und Fertigung eines 3D-Bildgebungs- und Navigationssystems in der minimalinvasiven Chirurgie. Und Erfolg hat einen technisch-kaufmännischen Background und hat ja auch vor seiner Station oder vor seiner Gründung der GBN Systems schon viele Erfahrungen gesammelt in der Mechatronik, im Mechatronikbereich. Und jetzt seit 1989 inzwischen tätig als Geschäftsführer für die GBN Systems. Wir entwickeln und produzieren nicht Produkte für unseren eigenen Katalog, sondern zu uns kommen die Kunden da immer dann, wenn sie in Katalogen, im Internet oder was weiß ich was, nichts mehr finden. Wenn sie ein kundenspezifisches Produkt brauchen. Wenn wir im Prinzip mit jemandem in Kontakt kommen, dann stellen wir in der Regel zunächst mal fest, wo steht denn der oder wo steht denn das Unternehmen? Ist es noch ganz am Anfang, ist es beim Konzept? Oder sind Sie im Prinzip schon mit der Entwicklung befasst? Gibt es vielleicht schon ein erstes Funktionsmuster? Gibt es einen Abschluss von dem Primärtumor hat identifiziert, um dann die Therapie gestalten zu können? Navigation kennt, nur wird in unserem Fall nicht ein chirurgisches Instrument, um das Volumen, das man aufnehmen möchte, gefahren. Und da wird ständig von dem Tracking-System die Position erkannt und die 2D-Bilddaten aufgenommen. Und der Algorithmus kombiniert das dann ähnlich wie eine große Spektrummaschine, die sie in der Nuklearmedizin vorhanden ist, zu 3D-Bildern und kann dann intraoperativ direkt zur Navigation genutzt werden. Der MedTech Summit hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Wir machen das seit 2008. Die Besuchszahlen sind weiter gestiegen. Wir sind jetzt weit über 1000 Teilnehmer geworden dieses Jahr. Und die Ausstellung ist ausgebucht. Wir haben eine Warteliste. Somit war für uns eine Konsequenz nach vielen Gesprächen mit unseren Ausstellern und Mitgliedern klar, dass ein Bedarf da ist, eine ja,
weitere Medizintechnikmesse in Deutschland zu etablieren. Wir haben strategische Partnerschaft mit der Nürnberg-Messe eingegangen und werden ab 2017 dann jährlich unseren MedTech Summit anflanschen, parallel zu dieser neu zu etablierenden Medizintechnikmesse.